Ich stehe vor dem Haus von Hans-Herbert Albers. Er ist 84 Jahre alt und Teilnehmer der Aktion Spar dir dein Auto. Bedeutet, seit dem 1. April bleibt das Auto stehen, wo es ist, und die Teilnehmer müssen auf den ÖPNV zurückgreifen. Was Herr Albers heute genau vorhat, erfahren wir gleich. Es ist 7 Uhr morgens in der Früh. Wollen wir erstmal schauen, ob er überhaupt wach ist. So, Herr Albers, schönen guten Morgen. Hallo. Ausgeschlafen scheint er zu sein. Noch schnell eine Tasse Tee, die Schuhe binden und auf geht's. Wie genau es weitergeht, weiß er auch schon. Zuerst mit dem Fahrrad zur OEG-Station. Dann geht es weiter mit der Nummer 5 von der OEG-Einrichtung, die übrigens sehr positiv ist, das will ich ruhig erwähnen. Und dann geht es weiter in Heidelberg an der Stadtbücherei mit der 23. Und die fährt dann bis Leimen-Endstation. Und von da aus geht es dann mit dem Fahrrad wieder zum Tenniszentrum. Das Fahrrad habe ich natürlich in dem Wagen dabei, in den Straßenbahnen. Die Fahrt nach Leimen dauert etwa 50 Minuten. Und wie schaut das aus mit dem Umsteigen? Wie oft müssen wir umsteigen? Einmal in Heidelberg an der Stadtbücherei. Jetzt haben Sie ja das Fahrrad dabei. Es ist schon eine Last, kann man sagen, oder? Oh, Routine. Ich bin es gewohnt. Auch wenn ich nach Mannheim fahre, ist es öfter so, dass das Fahrrad dabei ist, wenn ich da noch irgendeine Strecke zurückliege. Oder ich benutze so ein Nextbike-Fahrrad. Das ist also auch die Möglichkeit, die ich heute habe, erfreulicherweise, dass man, ich kenne die Station, wo die Fahrräder stehen, und dann leihe ich mir so ein Fahrrad aus. Sehr schön. Erzählen Sie mal, warum haben Sie denn bei der Aktion Spar dir dein Auto mitgemacht? Weil ich davon überzeugt bin, dass die Zukunft daraus zu bestehen hat. Und ich habe natürlich den Vorteil, hier in Mannheim und Umgebung das RNV-System, also ich habe jetzt eine Karte 60 plus, bezahle 42 Euro im Monat. Und dafür kann ich aber in dem gesamten Gebiet die entsprechenden Verkehrsmittel benutzen. Und dieses System, dass ich bis Zweibrücken fahren kann oder bis kurz vor Mainz oder bis kurz vor Frankfurt und auf der anderen Seite Bad Mergentheim, das ist hervorragend. Also kann man sagen, Sie sind zufrieden mit den öffentlichen Verkehrsmitteln hier? Ich bin ausgesprochen zufrieden, weil ich auch Vergleiche habe mit anderen Städten. Kann ich dieses Mannheimer System tatsächlich nur wirklich kräftig loben. Herr Albers, wir sind jetzt umgestiegen. War das jetzt anstrengend für Sie mit dem Fahrrad? Kein Problem, Routine. Ich fahre ja öfter mit dem mit der OEG und weiß ich ungefähr, wie das geht. Und suche mir meist auch den Platz aus, wo ich mein Fahrrad einigermaßen hinstellen kann, ohne dass es andere behindert, was ja auch ein Thema ist. Sie verzichten ja jetzt auf Ihr Auto, das steht zu Hause immer am gleichen Fleck, sage ich mal. Ist es für Sie jetzt eine Umgewöhnung, dass Sie jetzt wirklich nur mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren müssen? Ja, es ist eine leichtes Umgewöhnen, sich umgewöhnen müssen. Aber ich bin von der Notwendigkeit, solche Dinge für die Zukunft anders zu handhaben, bin ich überzeugt. Und deshalb habe ich bei dieser Aktion Spar dir dein Auto auch mitgemacht und bin einfach der Meinung, es ist erforderlich, dass wir uns in unserem Verkehrsverhalten verändern. Und das mache ich eben. Also habe ich das richtig verstanden? Sie würden auch nach der Aktion, die am 30. Juni endet, weitermachen? Auf jeden Fall. Ich lerne, dass es geht. Ich sehe das durchaus als ein Tribut, den ich auch der Umwelt und der Zukunft zollen muss. Rund 600 Meter sind es bis zur Tennishalle. Für Herrn Albers gar kein Problem. Auch der Regen ist keine große Sache. Ich habe früher immer das Lied gesungen, Regen, Wind, wir lachen drüber, wir sind jung und das ist schön. Und das ist mir auch wieder in Erinnerung gekommen. Aber jetzt gehe ich zu den Tennisspielern. Ihr fangt an mit Aufschlag. Ihr nehmt an und ihr seid dann auch mit Aufschlag dran. Von Mannheim-Seckenheim bis nach Leimen hat es jetzt circa eine Stunde gedauert. Herr Albers spielt jetzt noch ein wenig Tennis. Ich begebe mich zurück nach Mannheim, natürlich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln.